Leute, und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich werde heute einfach heimlich in einem Baubattle hacken und das Ganze wieder gegen den kleinen Max, Leute, denn ich habe ihn zu einem Bauduell herausgefordert. Aber was er nicht weiß, ist, dass ich ihn komplett pranken werde und auch richtig heftig reinhacken werde. Deshalb, Leute, lasst auf diesem Video auf jeden Fall ein Like da. Würde mich richtig krass freuen. Schaffen wir 10.000 Likes, wenn ja, droppt jetzt ein Like. Vergesst nicht, wenn ihr neu seid, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt würde ich sagen, ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen an. Let's go! So, Leute, und damit willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ihr seht, ich bin wieder auf der ultimativen Bauarena am Start. Und wie gesagt, natürlich nicht alleine, denn mit dabei ist heute wieder der einzig wahre, alle echte... Hallo! Hallo! Max, du bist am Start, was geht ab, Mann? Hallo, Lomix! Ey, yo, du bist ja wieder richtig winzig unterwegs, Bro. Was willst du von mir? Ja, okay, war nur Spaß. Beruhig dich, kleiner Mann. Beruhig dich, beruhigen Sie sich. Ich hol gleich meine Ziegen, die machen einen Haufen auf deinen Kopf. Hä? Brokkoli. Ja, ich gebe dir gleich Brokkoli, aber beruhig dich ein bisschen. Du wirst deine Energie nämlich gleich noch brauchen, denn du siehst, wir sind wieder auf der ultimativen Bauarena am Start. Denn wir werden heute wieder ein Ultima... Max, was hast du... Max, tu das nicht. Du Vollidiot, was schwingst du runter, hä? Max! Lomix! Pass auf, Max, wir machen ein Baubattle. Das hier ist meine Seite, da drüben ist deine Seite. Und was, ach, da bist du. Ja, Max, was genau wir bauen werden, wird sich, abhängig machen von dem Werfer da hinten. Ja, Max, was wird das denn jetzt schon wieder? Hier ist meine Seite. Ja, ich weiß, aber wir müssen doch erstmal rausfinden, was wir bauen, Bro. Was machst du denn da schon wieder? Ey, hallo! Ich habe hier einen Geheimgang gebaut, weißt du? Ja, aber wir brauchen noch gar keinen Geheimgang. Hör auf damit! Warum? Jetzt kann ich immer gucken, was du baust. Ja, ja, das ist aber unfair. Komm mit. Und zwar, Max, guck mal. Wir haben nämlich heute, ich glaube, 4 verschiedene Kategorien, die wir einmal bauen müssen. Und es wird quasi einfach der gewinnen, der das Schönere baut. Und zwar, siehst du, wir haben einmal verschiedene Kategorien, zum Beispiel ein... Max, Mann, hör doch auf, Mann! Junge, hör auf jetzt! Guck mal, also, guck mal, wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Supermarkt, ein Schiff, ein Auto. Das sind alles quasi so Kategorien, die wir gleich bauen müssen, ne? Und ich würde sagen, wir kriegen pro Kategorie, ich würde sagen, 5 bis 10 Minuten. Hast du mir überhaupt zugehört? Hast du mir zugehört? Hä? Okay, ist dann am Ende deine Schuhe, wenn du verkackst. Von daher würde ich sagen, ich springe jetzt einfach mal drauf und dann wird sich entscheiden, was wir bauen müssen. Bist du bereit? Ja, mach doch. Und wir müssen als allererstes ein Auto bauen. Zeig! Ja, da liegt der Zettel. Er liegt da, Max, vor deinen Füßen. Auto! Lamborghini! Ja, ich würde sagen, wir kriegen aber jetzt 10 Minuten. Du gehst auf deine Seite, ich auf meine. Und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt ein Auto. Ich gehe jetzt auf meine Seite, du auf deine. Und dann sehen wir uns... Max, was wird das? Du brauchst nicht schummeln. Okay. Wer schummelt, wird disqualifiziert. Ja, gut. Okay, bis gleich. Digga, das ist doch jetzt nicht sein Ernst, Leute. Was soll denn das schon wieder? Du hast meinen Geheimgang zugebaut. Ja, weil das ist ja Schummeln. Nein. Ich mach den wieder zu jetzt. Geh auf deine Seite. Ja, okay. Nur weil heute Pommes geregnet hat in der Schule. Okay. So, Leute, ich würde sagen, jetzt kann es aber losgehen. Und ja, Leute, ihr habt es im Titel und auch im Pre-Intro richtig gehört. Ich werde heute einfach hacken, Leute. Abgesehen davon, dass ich jetzt erstmal einen geheimen Command eingeben werde und dadurch einfach mal eine Glaswand mir ercheate, beziehungsweise erhacke. Und damit, Leute, kann ich Max jetzt einfach wieder die ganze Zeit heimlich beobachten, bevor ihr euch jetzt fragt, hä, dann sieht er aber auch, was du baust. Nein, sieht er nicht, denn das Ganze ist eine einseitige Glaswand. Bedeutet, von dieser Seite ist Bedrock, also er sieht quasi nur diese Wand, Leute, aber ich von meiner Seite aus kann einfach durchgucken, was schon mal ein richtig krasser Vorteil ist. Aber davon abgesehen, ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, wie willst du in Minecraft in einem Baubattle überhaupt hacken? Ja, und das Ganze ist auch eigentlich ganz simpel, und zwar brauche ich dafür heute nur ein einziges Item, und zwar ist das tatsächlich einfach nur eine Holzaxt.
Ja, ihr fragt euch jetzt, okay, eine Holzaxt. Wie willst du bitteschön mit einer einzigen Holzaxt in Minecraft hacken? Ja, Leute, das ist eigentlich ganz simpel. Ich würde sagen, ich zeig's euch auch direkt. Wir sehen auf jeden Fall, wie Max auch schon fleißig an einem Auto da drüben baut. Ich kann ihn ja einfach die ganze Zeit heimlich beobachten, ne? Es sieht auf jeden Fall schon nicht schlecht aus, aber ich sag euch so viel, Leute. Max wird heute zu 0,00000% eine Chance haben, denn ich werde komplett, also wirklich komplett übertreiben. Und ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Wir fangen auch direkt an. Und zwar werde ich jetzt innerhalb von ein paar Millisekunden einfach ein überdimensional großes Auto spawnen. Dafür brauche ich, wie gesagt, noch diese Holzaxt. Dann müssen wir diese magische Holzaxt einmal nehmen, denn mit dieser Axt kann ich quasi so Markierungen setzen. Ihr seht, der Block verschwindet nicht. Ich setze mit quasi lediglich eine Markierung, Leute. Dann muss ich einmal zur anderen Seite fliegen, um da quasi eine zweite Markierung zu setzen, damit wir quasi diesen Bereich hier ausgewählt haben. Dafür gebe ich jetzt einfach diesen Command Position 2 ein. Dann haben wir quasi Position 2 festgelegt. So, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt fliegen wir einmal zur anderen Seite. Geben jetzt folgenden Command ein. Einmal ein Doppelslash, dann Schematic. Load, damit das Ganze auch geladen wird. Und jetzt gebe ich hier einfach das geheime Codewort Auto ein. So, dann stellen wir uns jetzt hier auf die linke Seite. Geben einmal den Command Doppelslash Paste ein, übersetzt einfügen. Und senden den Command ab in 3, 2, 1. Und ihr seht, was passiert. Let's go. Tada. Oh mein Gott. Ihr seht es einfach mal, Leute. Es spawnt einfach mal mit einem einzigen Command ein extrem überdimensional großes Auto. Also das passt nicht mal auf die Insel unten drauf, so riesig ist es. Also ihr seht, Leute, dagegen wird Max keine Chance haben. Das ist einfach ein überdimensional riesiges Auto, was ich mir gerade erhackt habe. Also ihr seht, hier vorne sind quasi so die Scheinwerfer. Da drüben ist by the way Max sein kleines Auto. Es sieht im Vergleich zu meinem Auto auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ein bisschen klein aus. Also, Bruder, was ist das für ein Auto, ja? Lasst bitte für diesen nice Prank unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Würde mich richtig krass freuen. Schreibt doch unbedingt weitere Prank-Ideen in die Kommentare fürs nächste Minecraft-Video. Und jetzt würde ich sagen, Leute, ich gebe euch jetzt nochmal so einen kurzen Check vom Auto. Also hier oben ist quasi dann so die Kabine, wie nennt man das? Kabine? Ihr wisst schon, einfach der Innenraum quasi vom Auto. Dann ist hier die Tür, die Spiegel. Kann man da reingehen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man einmal ganz kurz gucken, also ob man in das Innenleben rein kann. Ihr seht, von innen ist das Ganze ziemlich leer, aber das ist an sich auch egal. Ja, Leute, Max hat doch gerade geschrieben, dass er fertig ist. Das heißt, ich würde sagen, wir muten uns jetzt mal und gucken erstmal auf seine Seite, was er gebaut hat, Leute. So, Max, ich habe deine Nachricht gelesen. Du bist fertig, stimmt das? Ja, Max, ich habe das coolste Auto auf der Straße gebaut. Du hast das coolste Auto. Das werde ich mir jetzt erstmal anschauen. Darf ich auf deine Seite rüberkommen? Ja. Ich komme rüber in 3, 2, und ich bin drüben. Also, das ist jetzt anscheinend dein Auto, Max, ja? Ja. Warum versteckst du dich jetzt? Weiß ich nicht. Ich hatte Angst, dass die Pferde kommen. Okay, Max, ist auch egal. Was hast du? Was? Ja, Lamborghini. Max, abgesehen davon, dass du Lamborghini komplett falsch geschrieben hast, das ist alles, aber kein Lamborghini. Das ist maximal... Was? Das ist maximal ein Kloß. Was erzählst du denn da? Das sieht aus wie Lamborghini. Ja, mit einem bisschen Geschmack. Guck hier innen, Max, und Lom stinkt. Ist das dein... Max, was? Warum machst du jetzt so, ja? Was wird das denn schon wieder? Du rissst jetzt in ein Loch rein. Junge, du wirst gleich noch sehen. Hallo, hör mal auf jetzt. Warum machst du so ehrenlos? Das ist nicht nett von dir. Max, pass auf. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich würde einfach mal sagen, dein Auto bekommt von mir eine stabile 3 von 10, okay? Mein Auto ist eine 10 von 10. Pass auf, das entscheiden wir nochmal neu, wenn du mein Auto gesehen hast, ja? Bist du bereit für mein Auto? Doch, bist du. Komm. So, Max. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir einmal rüber zu meiner Seite. Und dann schauen wir uns mal mein Gebautes an, ja? Ja, Lomax. Und tada! Ja, das ist mein Auto, Max. Also, du siehst, es hat Scheinwerfer und, ja. Lomax? Ja? Ich muss dir jetzt einmal was sagen. Was willst du mir sagen, Max? Dein Auto sieht total scheiße aus! Hä? Was laberst du? Das Auto sieht... Das sieht aus wie ein Furzkopf! Hä? Guck mal, mein Auto viel cooler als dein Auto! Du brauchst das Auto jetzt nicht kaputt machen. Hallo! Doch! Ist kaputt! Da ist ein Loch drin in dein Auto hier. Drin, da ist gar nichts drin.
in meinem Auto drin weine, Mensch! Leute, ich glaube, Max ist nicht sehr freundlich. Was für ein scheiß Auto ist das? Junge, beruhig dich doch jetzt, hallo! Wir müssen jetzt einfach mal realistisch bleiben, im größten Verhältnis auch welches Auto besser aussieht, okay? Das Auto ist das schlechteste Auto, was ich jemals auf ganzem Deutschland gesehen habe. Kurz und schmerzlos, wir sind uns, denke ich, beide einig, dass mein Auto besser ist als dein, oder? Mein Auto ist das coolste Auto, sollen auch die Zuschauer schreiben. Ja, wir machen so. Beim ersten, es ist das erste Gebaute. Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welches Auto ihr besser findet. Also, ich denke, das ist relativ eindeutig. Max, ich habe mich echt beeilt mit Bauen, ne? Das war echt nicht einfach, das so schnell zu bauen. Du lügst. Ich will doch nicht lang reden, denn wir gehen jetzt rüber zur zweiten Bau-Challenge. Wenn du beim ersten Auto dir sagst, okay, du findest deins schöner, okay, ist okay. Wir machen noch eine zweite und dritte Disziplin. Du wirst sehen, ich... Hör auf! Du wirst sehen, ich werde dich abziehen, Max. Bist du bereit? Okay, dann komm runter. Wir gucken, was wir als nächstes bauen müssen, Max. Guck mal, das nächste Mal darfst du drauf springen, okay? Du darfst diesmal entscheiden, was wir bauen. Spring drauf. 1, 2, 3! Und? Was ist das? Schiff? Ein Schiff müssen wir als nächstes bauen. Ist relativ ähnlich zu... Max, sag mal, wenn du jetzt nicht gleich vom Server gebannt werden willst, würde ich damit aufhören. Lomax, wie sieht dein Schiff aus? Das sage ich dir doch nicht. Die Zeit läuft schon. Geh auf deine Seite. Es geht los jetzt. Mach mal mein Auto weg. Ja, okay. Warte, ich schnipp's. 3, 2, 1. Zack. So, Leute. Ich habe einmal alles weggemacht. Max, hast du es wieder Platz? Ja. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Schiff jetzt, ja? Ich weiß gar nicht, wie man einen baut. Ja, dann viel Spaß. So, Leute, ich bin wieder gemutet. Das heißt, die Action kann beginnen. Wir werden erneut in Minecraft reinhacken. Und natürlich werde ich mir auch bei dem Schiff wieder den einen oder anderen Spaß erlauben. Und Max ein bisschen pranken, denn ihr wisst, Leute, ich muss die Bau-Challenge gewinnen. Während Max da hinten jetzt sein komisches Haus baut. Bruder, was macht der da schon wieder? Das sieht schon wieder sehr, sehr merkwürdig aus. Bisher sieht es aus wie ein Kackhaufen, um ehrlich zu sein. Um das mal hier ein bisschen übertrieben auszudrücken. Aber egal. Leute, ich will nicht lange um den heißen Brei reden, denn wir müssen anfangen mit Bauen, sonst ist die Zeit gleich wieder um und ich habe hier gar nichts. Deshalb, das stimmt ja, ich brauche ja nur meine Holzachse, da war ja was. Der ganze Prozess ist an sich ähnlich wie beim Auto auch. Wir werden unsere Zauberachse nehmen, werden einmal hier zu dieser Position fliegen, werden einmal eine Markierung setzen, werden dann einmal zum anderen Ende der Map fliegen, ungefähr einmal hier, werden dann mit dem Command slash slash Position 2 die zweite Position setzen, damit wir quasi... einmal den Bereich hier ausgewählt haben. So, dann werde ich mich einmal jetzt hier in die Mitte positionieren und jetzt muss ich lediglich den Command slash slash schematic load und dann glaube ich fürs Schiff war der Command glaube ich Boot, ne? Nicht wundern, ich glaube Boot. Dann drücken wir einmal Enter. Dann müsste der ganze Heck quasi im Hintergrund jetzt schon geladen haben und jetzt müssen wir lediglich zum Schluss einmal noch doppel slash paste fürs Einfügen eingeben. Ich drücke einmal Enter in 3, 2, 1 und wir bestätigen das Ganze, Leute. Ja! Ja! Es hat funktioniert! Der Heck ist geladen, Leute! Let's go! Digga, oh mein Gott! Es hat funktioniert! Ihr seht, Leute, mit einem einzigen Command wieder habe ich einfach mal ein übertrieben riesiges Schiff gezaubert. Ihr seht es, Leute. Guckt euch bitte mal dieses riesige Schiff an, was ich einfach mal hierher gezaubert habe. Also, ihr seht das jetzt hier mal im groben Überblick. Wir haben hier einfach so einen richtig fetten Mast, einen zweiten Mast und einen dritten Mast mit richtig dicken Segeln. Dann das Boot ist natürlich vollgeladen. Also wir haben hier Kanonen. Wir haben hier einen richtig dicken Keller mit auch nochmal richtig viel Kanonen. Hier so mit Kanonenkugeln mäßig, Leute. Also ihr seht, das Ganze ist wirklich übertrieben krass gemacht, das Boot, Leute. Hier unten auch nochmal so ein bisschen Storage-Raum, wo man hier einfach richtig krass viel Sachen lagern kann hier unten. In der Mitte haben wir so, wie nennt man das? Ich glaube Schiffsräume, einfach so kleine Räume quasi, wo man schlafen kann. Damit man auch genug Platz für die ganzen Passagiere hier hat, Leute. Also ihr seht, in diesem Boot oder Schiff wurde wirklich an alles gedacht. Also ich sag euch mal so ganz einfach, dass das Schiff ist eine 10 von 10. Also ich glaube nicht, dass Max innerhalb von wenigen Minuten so ein fettes Schiff hierher zaubern kann. Ich glaube, damit sollte ich die zweite Runde auch easy peasy gewonnen haben. Ja, Leute, also ich weiß nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von meinem Riesenschiff haltet. Aber ich find's eigentlich ganz gelungen, wenn ich mir einmal anschaue, was Max im Verhältnis da hinten baut. Also bisher sieht's immer noch aus wie ein Kackhaufe. Wir warten einfach mal kurz ab, bis die Zeit um ist, damit Max auch wenigstens ein bisschen eine Chance hat, was zu bauen. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns auch gleich wieder, wenn Max fertig ist. Und dann bin ich mal gespannt auf seine Reaktion, wenn er unser Schiff sieht, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Lomax! Oh, Max!
Bist du etwa fertig? Ich fertig jetzt. Bist du ehrlich fertig? Ja, du? Ja, ich stehe hier gerade an meiner Wand. Aber okay, wenn du fertig bist, dann würde ich sagen, darf ich rüberkommen? Ja. Okay. 3, 2, 1 und ich guck mir dein Boot mal an. Du magst? Ja. Was ist das? Mein Boot. Das ist ein Scheißhaufen. Du bist ein Scheißhaufen! Junge, beruhig dich doch. Hallo, entspann dich. Hallo, chill. War nur Spaß. Junge, hallo. War nur Spaß. Ist doch okay. Also, okay, wir begutachten dein Schiff, nennt man das, ja? Max, willst du irgendwas dazu sagen? Max, mach doch nicht so, Max, was machst du denn? Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Schiff. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja, guck mal, komm hier. Ja? Wo bist du denn? Ja. Hinter dir. So, hier ist die Rückseite, guck mit die Lichter. Ja, aber Max, ein Schiff hat doch keine Rückleuchten, hä? Doch, damit kein anderes Schiff dagegen fährt. Ja, macht Sinn, ja? Hier drin, guck. Hier kann man laufen. Mhm. Hier ist Steuerung. Das ist aber ein Zaun. Ja, und? Ja, und hast Steuerung. Du hier, aber hier unten ist ja, da ist ja nicht, das, dein Boot ist ja nicht mal dicht. Du bist in den Keller gegangen. Ja, aber ist ja nicht mal dicht. Hier ist ja gar kein Boden drin. Du bist nicht dicht. Okay, du Ehrenloser. Pass auf, Max. Ich gebe deinem Boot diesmal eine stabile 4 von 10, okay? Komm hier, guck. Hier oben. Ja, da oben kann man sich. Da kann man sich hinstellen. Ich sehe schon. Ja, ich gebe deinem Boot eine 4 von 10, okay? Nein, 800 von 10. Genau. Wir entscheiden nochmal neu, aber erstmal schauen wir uns mein Gebautes an, ja? Ja. Bist du bereit? Ja. Dann würde ich sagen, komm, lass uns einmal rüber auf meine Seite gehen. Ich bin mir sicher, du wirst mein Schiff lieben. Du darfst rüberkommen in 3, 2, 1 und tada! Was ist los, Max? Hä? Das ist mein Boot, mein Schiff, hä? Wo ist dein Schiff? Ich sehe das gar nicht. Ja, ist ein bisschen zu groß für deine Augen, sagst du? Wo ist denn das Schiff? Ich sehe das gar nicht. Max, du, ist das dein Ernst? Musst du immer alles kaputt machen? Also, ne? Man hat hier so ein Segel und es ist ein bisschen wie deins, nur in groß halt. Na, Max, ich finde, dein Schiff sieht ganz schön kacke aus. Ja, bei dir sieht komischerweise immer alles kacke aus. Nee, du musst jetzt mal... Max, dein Schiff ist... So sieht kein Schiff in echt aus. Hä, das ist 1:1 Detail. Ich habe das 1:1 nachgebaut. Was Lomax, dein Schiff viel schlechter als meins. Max, du musst einfach mal ehrlich zu dir selber sein. Mein Boot ist 1000-mal besser als deins. Nein. Komm, gib zu, die nächste Runde geht auch an mich. Komm, sag's einfach. Die Runde krieg ich hier den Punkt. Hä, das macht nicht mal Sinn. Weil du hast das Schiff geklaut von meinem Onkel. Der hat auch so eins bei sich im Keller stehen. Ach so. Ja, Max, komm, wir sind ehrlich. Ich würde einfach mal sagen, es ist ganz eindeutig. Die zweite Runde geht... Warte, ich habe eine Frage. Ja? Wo ist das, wo man das Schiff steuert? Das gibt's halt hier gar nicht. Das ist Automatiksteuerung. Nein, du hast das einfach nicht, weil dein Schiff kacke ist. Ja, Max, komm, wir wissen, dass ich gewonnen habe. Ich würde sagen, zweiter Punkt geht auch an mich. Damit steht es aktuell 2:0 für mich, du Loser. Du bist ein Loser. So, ich würde sagen, ich mache nochmal den magischen Schnips und lass alles verschwinden. 3, 2, 1. So, Max, bist du bereit für das letzte Baubattle? Nee, Max, das musst du jetzt, das lässt du bitte. Ich würde sagen... Was ist das, hä? Das war ein Loch sonst vorher. Ja, ich merk schon. So, Max, komm, ich würde sagen, als nächstes bin ich wieder an der Reihe. Bist du jetzt bereit für das letzte Bauobjekt, was wir bauen müssen? 3, 2, 1, wir müssen... Ein Haus bauen, Max. Ein Haus. Verstehst du? Ein ganz normales Haus. Du kannst also komplett freigestalten. Du kannst ein großes, ein kleines, ein neues, ein altmodisches Haus bauen, wie du willst. Das ist komplett dir überlassen, Max. Was das, Max? Das ist wieder ein Scheißhaufen? Ja. Geh jetzt lieber mal auf deine Seite und fang an mit bauen, weil ich fange jetzt schon an. Okay. Max, ich sehe, dass du schummeln willst. Junge,
ich kann dich doch sehen. Geh jetzt auf deine Seite. So, Leute, jetzt, wo wir auf unserer Seite sind, ganz wichtiger Hase, wir machen natürlich erstmal wieder die Bedrock-Wand weg und ersetzen diese auf ganz entspannt wieder mit einer Glaswand, damit ich natürlich auch wieder sehen kann, wo Max sich befindet. Weil kann ja auch sein, dass Max auf die Idee kommt zu schummeln und er schleicht sich einfach rüber und lunzt bei uns. Und genau deshalb ist auch diese Glaswand da, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass er nicht schummelt, ne? Also ihr seht, wie gesagt, von seiner Sicht aus sieht er nur Bedrock. Das ist ja das Lustige. Jedenfalls steht jetzt die letzte Disziplin an. Und zwar geht es jetzt darum, ein Haus zu bauen. Aber Leute, ihr wisst und kennt mich. Wir werden natürlich wieder reinhacken. Und deshalb werden wir kein normales Haus bauen. Wir werden einfach ein über-mega-gigantisches Riesenhaus bauen. Quasi eine Villa, sogar mit Helikopterlandeplatz und allem drum und dran, Leute. Glaubt mir, das wird richtig krass. Deshalb würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einmal erneut. Das Ganze ist an sich genau wie vorhin auch. Das heißt, wir nehmen wieder unsere Zauberaxt, setzen eine Markierung einmal hier vorne, fliegen dann einmal zur anderen Seite der Map, Leute. Hier werde ich dann auch einfach nochmal eine Markierung setzen, indem ich slash slash Position 2 eingebe, das Ganze einmal bestätige mit der Enter-Taste. Und jetzt haben wir quasi diesen Bereich wieder komplett ausgewählt. Während Max da hinten ein Haus baut, er baut halt echt so ein richtig langweiliges Arschhaus, was aussieht wie ein Kackhaufen, aber okay. Er wird gleich noch staunen, wenn er mein Haus sieht, denn wir haben den Bereich festgelegt. Jetzt müssen wir den wichtigsten Part nehmen, und zwar müssen wir einmal den Hacker-Command slash slash Schematic Load fürs Laden und dann einmal Haus, damit quasi der Haustyp geladen wird. Dann drücken wir einmal wieder Enter. Jetzt wird das Ganze im Hintergrund quasi schon wieder einmal geladen. Jetzt müssen wir an sich nichts weiteres machen, als wieder zum Bestätigen slash slash Paste eingeben. Seid ihr bereit, meine Freunde? 3, 2, 1 und wir bestätigen das Ganze und tada, ihr seht, in 0,nix hat sich hier einfach mal ein richtig großes Haus gebaut. Also so quasi so eine richtige Villa, Leute. Ihr seht sogar, wie gesagt, hier oben mit einem Helikopterlandeplatz. What the f... Was ist das? Wie geil. Ihr seht es hier, Leute, mit Helikopter. Man kann hier reingehen, Leute. Kann jetzt hier mit seinem Helikopter abheben. Ansonsten, das Haus ist richtig geil gemacht. So drei Etagen mäßig, ihr seht. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal die erste Etage an. Also, wir haben hier an sich eine ganz basic Einrichtung. Hier könnte man an sich noch ein bisschen mehr freiwillig einrichten, ne? Aber das ist an sich jetzt auch nicht so wichtig. Die zweite Etage hat man sogar so einen kleinen Pool und so einen kleinen Jacuzzi hier am Rande. Natürlich auch mit einer richtig coolen Aussicht hier oben, mäßig so eine Terrasse. Und hier ist einfach ein Bett, das heißt, ich kann mich jetzt hier einfach so hinlegen, Leute, und guck einfach, während ich schlafe, so straight aus dem Fenster. Also, Leute, ich weiß nicht, aber ich finde das halt einfach unnormal geil. Und dann haben wir hier, wie gesagt, auch nochmal eine dritte Etage im Haus. Die schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Da seht ihr, hier oben haben wir einfach mal wie so eine Zockerecke. Also, hier kann ich mich dann einfach so hinsetzen, Leute, entspann mein Leben, guck ein bisschen Fernsehen, zock irgendwas Cooles. Und auch hier nochmal ein kleines Bett und ein bisschen Storage, so ein bisschen, wo man ein paar Sachen halt lagern kann. Und hier oben geht es dann auch direkt schon zur Terrasse, Leute, und zum Helikopterlandeplatz. Also ich glaube, viel mehr muss ich nicht zu meiner Riesenvilla sagen. Ist auf jeden Fall eine fette 10 von 10, Leute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu diesem Haus sagt. Aber ich glaube, damit, Leute, sollte ich auf jeden Fall das Baubattle gewinnen. Ich würde sagen, Leute, Max scheint auch fertig zu sein mit seinem kleinen Kackhaus. Ich würde sagen, Leute, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir entmuten uns einmal und fragen Max, ob er fertig ist. Und schau mal, was er Schönes gebaut hat. So, Max, ich bin fertig mit meinem Haus. Wie sieht's mit deinem Haus aus? Ja, Max, mein Haus ist auch fertig. Ja, okay, dann würde ich sagen, darf ich denn auf deine Seite rüberkommen? Ja, Max, du darfst auf meine Seite rüberkommen. Okay, ich würde sagen, ich komme auf deine Seite in 3, 2, 1 und du hast... Du hast ja ein richtig tolles Haus gebaut, Max. Tada! Ja, wow! Ja, ja, ja. Max, was zur Hölle ist das denn? Siehst du, hier kommt man rein, da kann man schlafen. Hier kann man raus, da ist mein Name. Ja, aber was ist denn das für ein Haus, Max? Ja, das ist mein Haus. Das sieht scheiße aus. Du siehst aus wie Kacke. Junge, nimm mir es jetzt nicht übel, aber da bleibt mir echt nichts anderes übrig als deinem Haus. 1 von 10? So ungefähr würde ich dir geben, tatsächlich. Also. Max? Hey Max, du bist vom Server. Hallo! Max, komm wieder drauf! Wie viele Punkte gibst du? Ich geb dir 2. 1 war ein bisschen wenig. Wie viel? 3? Was? 4 ist aber jetzt echt schon zu viel, Max. 3,5.
7. Was? Komm erstmal auf den Server, ich zeig dir mein Haus. Dann reden wir nochmal neu. Vielleicht ist mein Haus ja auch eine 10 von 10, wer weiß? Nein, das geht gar nicht. Bist du denn bereit für mein Haus, Max? Dann würde ich einfach mal behaupten, darfst du rüberkommen. 3, 2, 1. Tada! Das sieht voll scheiße aus. Hä, was erzählst du, Bro? Das ist kein Haus, das ist irgendein Schuhkarton. Das ist eine Villa mit Helikopterlandeplatz. Dreistöckig, mit Pool, mit Jacuzzi, mit allem drum und dran. Da kannst du gar nichts mit deinem kleinen komischen Dorfhaus. Ja, wo ist denn hier Pool? Ja, der Pool, der ist oben, zeig ich dir. Ja, was soll das denn sein hier, total kacke. Ja, bei dir ist alles kacke. Hier, setz du dich lieber mal hier aufs Klo und dann kannst du deine Kackwurst abseilen. Was ist hier oben noch? Wo ist schlafen? Hier ist ein, guck mal, hast du sogar ein Gaming-Room hier mit so Fernseher und so, und Playstation. Lomax? Ja? Ich finde deine Gebäude sind ganz schön kacke. Sag jetzt bitte einfach von 1 bis 10. 0. Warte mal ganz kurz, Max. Bist du bereit? Ja. Du wolltest auf diesen Lomax! Ich geh, weißt du, erzähl mal, deine Häuser waren eh alle kacke. Ich geh jetzt wieder zu meinen Ziegen. Ja, dann geh doch zu deinen Ziegen! Ich hab's sowieso gewonnen. Leute, ich würde sagen, das soll es an der Stelle auch mit dem Baubattle gewesen sein. Wenn euch der Prank gefallen hat, lasst auf eher einen Daumen nach oben da, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll, womit ich pranken soll, Leute. Ansonsten macht es auf jeden Fall nicht nach. Hackt nicht in Minecraft, das ist nicht erlaubt, Leute. Ich würde sagen, Leute, sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazu lassen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ich bin raus. Ciao.